Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im September 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen August und habt euren Geburtstag gebührend gefeiert. Jetzt im September sieht es erstmal nach viel beruflichem Einsatz für euch aus. Manche Löwen sind allerdings durch eine heiße Liebesaffäre stark abgelenkt. Ab dem 23. wird es lockerer und leichter. Falls ihr eine Beratung braucht, zum Beispiel, weil ihr euch in ein Liebesabenteuer verwickelt habt, meldet euch gerne bei mir. Ihr findet mich über meine Homepage oder mein Kundentelefon und die Infos verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. Weil ja im Herbst die Sonne in die Waage geht, das Zeichen der Schönheit und der Geschenke, verlose ich diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers, also so wie ich hier eins trage mit dem Steinbock, mit den alchemistischen Originalsymbolen der Tierkreiszeichen. Wenn ihr gewinnt, könnt ihr den Löwen nehmen oder euch ein anderes aussuchen, um es zu verschenken. Wie immer erkläre ich euch am Schluss des Videos, wie das mit der Verlosung funktioniert, also bleibt dran. Jetzt wollen wir in eure Sterne für den September schauen. Alles über eure langfristigen Tendenzen, die das ganze Jahr über und länger wirken, erfahrt ihr in meinem Jahreshoroskop. Entweder im Video oder ihr könnt es auch in meinem Buch nachlesen. Das Buch und das E-Book bekommt ihr jetzt zum halben Preis. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. In der ersten Dekade des Löwezeichens konzentriert sich weiterhin viel kosmische Spannung. Ganz besonders, wenn ihr in den ersten 5 Tagen des Löwen Geburtstag habt, werdet ihr herausgefordert von Lilith und ab dem 11. September auch von Mars im Partnerhaus. Das bedeutet, dass euer Partner auf Distanz gehen könnte oder auch streitlustiger ist als sonst. Ihr könnt jetzt nicht erwarten, dass Leute nach eurer Pfeife tanzen. Aber der Mondknoten steht günstig bei euch im Zeichen. Und das bedeutet, dass auch Schwierigkeiten in der Beziehung euch letztlich auf eurem Seelenweg voranbringen. Wenn ihr euch vernünftig mit eurem Partner oder Partnerin auseinandersetzt und seine oder ihre Wünsche auch berücksichtigt und ihm genug Freiraum zugesteht, dient das auch eurer eigenen Persönlichkeitsentwicklung. In der ersten Septemberwoche wird diese Spannung erstmal von Venus und Merkur gemildert. Die Tage bis zum 6. könnt ihr also nutzen, um euren Liebsten mal zu sagen, wie sehr ihr sie mögt oder um einem Flirt süße Liebesbotschaften zukommen zu lassen. Ein altmodischer, selbstgeschriebener Liebesbrief würde übrigens auch sehr gut ankommen. Die Sonne steht im Zeichen Jungfrau, das ist günstig für den Abschluss guter Geschäfte oder um ein Schnäppchen zu machen. Und ab dem 6. gesellt sich auch der Merkur dazu, das ist sehr gut für finanzielle Verhandlungen. Der Neumond am 9. September in der Jungfrau findet ebenfalls bei euch im Geldhaus statt. Allerdings steht dann gegenüber Neptun, der eure finanziellen Entscheidungen vorübergehend vernebeln kann. Allerdings ist das auch eine gute Konstellation, um über finanzielle Träume nachzudenken. Dabei geht es für Löwen in fester Beziehung auch um gemeinsame Anschaffungswünsche. Ihr könnt also zu diesem Neumond darüber meditieren, welche materiellen Wünsche ihr gerne verwirklichen würdet und das dann ein paar Tage sacken lassen und schauen, ob es sich realisieren lässt. Das kann sehr verbindend für die Partnerschaft wirken und ihr habt durchaus Chancen, einige dieser Ziele auch zu verwirklichen. Ebenfalls am 9. geht die Venus ins Zeichen Skorpion. Das ist bei euch im Sonnenhaus des Heims und der Familie. Dort wird sie aufgrund ihrer Rückläufigkeit im Oktober insgesamt bis Ende Dezember bleiben. Das ist eine sehr angenehme Energie. Man bekommt Lust, sein Heim zu verschönern oder man findet endlich ein schönes neues Haus, was man sich gewünscht hatte, oder man hat die finanziellen Mittel, um zu renovieren. Es ist auch meistens eine gute Zeit für einen netten Besuch im Kreis der Familie. Allerdings wird die Venus zwischendurch auch schwierige Aspekte bilden und sie befindet sich ja auch in einer Spannung zur Löwesonne. Und wie gesagt, sie wird ja auch rückläufig im Oktober. Da gibt es dann wohl auch noch die eine oder andere Familienangelegenheit aus der Vergangenheit zu klären. Jetzt im September bildet sie erstmal ein paar knackige Aufregungsaspekte zwischen dem 9. und dem 16. Und die können Partnerschaftsfragen betreffen. Vielleicht geratet ihr euch mit eurem Liebsten über Einrichtungsfragen in die Haare. Oder ihr wolltet zusammenziehen und auf einmal bekommt der Partner Bindungsängste. Lilith und Mars im Partnerhaus können auch Konkurrentinnen oder Konkurrenten anzeigen, die euch eure Herzallerliebsten ausspannen wollen. Trotzdem, versucht nicht, euch um jeden Preis durchzusetzen, denn Lilith im Partnerhaus zeigt, dass euer Schatz geneigt ist, aus eurem Leben zu verschwinden, wie Lilith aus dem Paradies, wenn ihr zu viel Druck ausübt. Das gilt auch für die Löwe-Aszendenten.
Ich empfehle euch Übungen und Meditationen zur Herzöffnung. Der Mondknoten in eurem eigenen Zeichen zeigt, dass jetzt alles über die Energie des Herzens läuft. Und je großzügiger und herzlicher ihr euch zeigt und je mehr Verständnis ihr für euren Partner oder überhaupt euer Gegenüber habt, desto besser kommt ihr mit der Situation klar. Die Woche ab dem 10. September dürfte für euch beruflich sehr produktiv und erfolgversprechend werden. Deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass so mancher Löwe möglichen Beziehungsproblemen einfach dadurch aus dem Weg geht, dass er sich in die Arbeit stürzt und länger als nötig im Büro bleibt. Das kann durchaus vorübergehend funktionieren. Am 23. September ändert sich die Energie für euch spürbar, denn dann geht die Sonne in Begleitung von Merkur ins Zeichen Waage. Und das ist morgens um 3.54 Uhr, da haben wir den offiziellen Herbstanfang. Für euch geht die Sonne dann für die kommenden 4 Wochen in einen sehr günstigen Aspekt. Ihr seid beliebt, man hört euch zu und ihr erfahrt eine Menge wichtiger Dinge im Büro durch den Flurfunk oder zu Hause in der Nachbarschaft. Außerdem bekommt ihr bestimmt viele Einladungen und ihr habt reichlich Gelegenheit zu feiern und euch zu amüsieren. Der Vollmond am 25. September steht günstig zur Löwesonne und auch zu eurer Beziehungsachse. Und Löwe-Singles haben dann verstärkte Chancen, eine tolle neue Liebesaffäre anzufangen. Wenn ihr allerdings in eurer festen Beziehung nicht zufrieden seid, dann lauft ihr Gefahr, anderweitig zu flirten, denn Gelegenheiten scheint es reichlich zu geben. Das ist durchaus riskant, denn mit Lilith im Partnerhaus ist es wahrscheinlich, dass ein heimlicher Flirt auffliegt. An dem Wochenende vom 29. und 30. solltet ihr eventuelle Unstimmigkeiten begraben und gemeinsam mit eurem Schatz etwas unternehmen oder mit guten Freunden, denn die Stimmung ist angenehm leicht und gesellig. Das waren eure Konstellationen im September. Wenn ihr eine persönliche Frage zu einem bestimmten Anliegen habt, könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Ruft einfach auf meinem Kundentelefon an oder schaut auf meiner Homepage vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Samstag, den 1. September 2018 um 17 Uhr und anschließend ist wieder ein Termin am Freitag, den 5. Oktober um 17 Uhr. Und da könnt ihr mir dann immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Im September beginnt ja die Zeit der Waage, Zeichen der Schönheit und der Geschenke und deshalb gibt es in meiner Verlosung diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers zu gewinnen. Und wenn man es trägt, sieht es so aus. Jedes Collier zeigt das alchemistische Originalsymbol des Tierkreiszeichens und wurde nach meinen eigenen Entwürfen gestaltet. Und das könnt ihr zum Beispiel verschenken oder euch selbst damit schmücken. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich finde es auch super, wenn ihr meine Videos auf Facebook teilt, so dass sich eure Freunde auch über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei und ihr erfahrt dann auch automatisch, wann ich neue Videos hochlade. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Video-Specials empfehlen über Lilith im Wassermann, Uranus im Stier, Chiron im Widder oder Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.